Moin, moin, Matrosinnen und Matrosen. Klabby und Tommy sind wieder in Schweden unterwegs mit den zwei Noobs in Generation Zero. Wir haben letztes Mal Einschusslöcher an einem Haus gefunden und es war nicht ganz klar, sind das die Gegner, die wir schon besiegt haben, oder gibt es da noch mehr? Aber schaut selber. Ansonsten sehe ich hier nichts mehr, was man looten könnte. Deswegen wäre meine nächste. Ja, hier über die 1 oder die 2. Genau, wir könnten zu 2 laufen. Genau, lass uns mal zu 2. Mach mal die 1 weg. Ich glaube, die kannst nur du wegmachen. So, dann gehen wir jetzt zu 2 und dann gehen wir rüber zu 1. Dann zu Beziehungsweise, 1. Ach da, zu der 1. genau, weil wir müssen da eh hin. Wir müssen zur Heimmannschaft, das heißt, wir müssen da eh die Quest machen. Und dann könnten wir, unten ist so ein Zipfel, dieser, siehst du das, an der Ja. Insel unten? Da sind überall Häuser und sowas. Da würde ich gerne mal durchlooten gehen. Vielleicht finden wir da noch die ein oder andere Sache. Und dann würde ich dann um die Insel unten drum rumlaufen und dann Dann hoch kommen über wir den Hafen. nochmal durch eine Stadt durch, wenn wir um die Insel Genau, drum rumlaufen. da kommt eine komplette City. Und dann geht's hoch zu diesem Jagdmaskinen-Typen Der oder Teufel so. von Norra Saltholmen. Ja, was auch immer das ist. Und ich habe die Befürchtung, Na, ich dass. weiß. Ich weiß, dass Holmen sind sozusagen sind Stöcke, also Holme, die in den Moor ins Moor reingerammt wurden. Also nee, stimmt gar nicht. Holmen ist Stadt. Stockholm, die Stocken. Stocken sind irgendwelche Dinge, die man in den Sumpf gehauen hat, also irgendwelche Balken. Das ist Und quasi darauf hat man gebaut, und eine genau, und dann hat genau. man den Boden aufbereitet, um Bauland draus zu machen. Aber dann ist Holmen wahrscheinlich eher sowas wie eine Stadt, Achtung. oder? Ein Flugtier. Warte, ich bin noch nicht in. Ich sehe sie noch nicht. Wo denn? Hier hinter diesem Hügelchen. Aber auf meiner Seite? Hier ist ein Radio. Lass mal was testen. Stell da mal ein Radio hin. Und daneben so ein Druckluftding. Wir üben das jetzt mal. Also. Wenn ich das Radio hinstelle, fängt es an. Nicht hier. Nicht hier auf dem Feld da vorne. Wir verstecken uns hier. Komm. Ich habe ein Druckluftding dabei. Stell du mal den Druckluftding zuerst hin. Ja. Und dann geh mal in die, ob du ihn sozusagen, ob du ihn siehst. Ja, Moment. Habe ich. Jo, und ich stehe jetzt hier im unmotivierten Gegend rum. Warum hast du nicht Verrückt! geschossen? Weil die noch nicht da waren. Ach so. Die waren noch nicht nah genug dran. Und außerdem hast du mir die Flasche umgeworfen. Ich habe die kaum noch gesehen. Ich könnte mir eher Aber. vorstellen, dass du. Hast du es gesehen, wie das gekommen wird? Oh, okay. Tommy, links von dir ist einer. Oh, fuck. Irgendwo ist noch einer. Da hinten auf dem Feld, glaube ich. Ach, Tatsache. Okay, pass auf, weißt du, was wir falsch gemacht haben? Oh, das ist so ein Flugding. Wo hat der seinen Tank?
Weißt du, was wir falsch gemacht haben? Die Wegstrecke war zu lang. Ja, Oder die Radios haben, haben nicht genug Power. Na, ich glaube, die Wegstrecke war zu lang und Also, wir hatten halt den Gegner noch nicht wirklich gespottet und haben schon das Radio hingestellt. Oder hattest du sie schon gesehen? Ich habe sie schon gesehen. Es war ein Flugtier und zwei oder drei von diesen, ja, die wir halt jetzt erlegt haben, ne? Aber die haben das zu spät gehört, weil das Radio war ja schon fertig. Also es, Also 10 Sekunden, meine ich, ungefähr waren das, ne? Ja. Es wird langsam hell wieder, das ist, obwohl. Es ist ein bisschen neblig geworden. Ja, es ist irgendwie gerade komisch. Oh, hinten auf dem Planwagen sind Dinge drauf. Habe ich schon, ich dachte, die hattest du schon. Nee. Da hinten steht ein Polizei. Achso, du bist noch da hinten. Bin schon mal ein Stück weiter gelaufen. Ich muss das Flugding noch finden. Da ist wieder nichts drin. Bei mir ist in den Flugdingern immer nichts drin. Hab ich eigentlich schon Fertigkeiten? Wieder? Nee, haben wir noch nicht. Wir haben noch nicht. Aber der hat was. Ein ziemliches Problem, weil er sieht ziemlich tot aus. Ich habe einen Dietrich gefunden. Ein Haarnadel-Dietrich. Wahrscheinlich einfach nur eine Haarnadel und wir instrumentalisieren es einfach nur als Dietrich. Oh, hallo Junge. Du siehst wirklich scheiße aus. Geräuschreduktion. Ich habe einen Schalldämpfer gefunden. Mich fuchst das, dass diese Panzer nicht mehr können. Also da findet ja, man guck Panzer. Mal. Guck mal bitte hier rein. Hier ist, ich habe hier einen Schalldämpfer gefunden, ob du das auch hast. Das ist für Maschinenpistolen, weil dann würde ich den jetzt irgendwie aufsetzen. So, das Funkgerät ist kaputt. Ich habe einen Schalldämpfer für Faustfeuerwaffen gefunden. Gut. Das heißt, dass ich im Prinzip meine Pistole damit ausrüsten könnte. Genau. Und ich habe eins für gefunden, für, und das mache ich mal gerade, für Maschinenpistolen gefunden. Superwaffen. Schalldämpfer. Ich habe sogar zwei, sehe ich gerade. Kann ich das irgendwie... Ach, warte mal, jetzt muss ich mal auf Waffen gehen. Automatikgewehr, Ergänzungen, Mündungsaufsätze, leer. Okay, also ich habe gerade auch mal geguckt, was ich scheinbar so alles gelootet habe und ich habe jetzt eine geschalldämpfte 4 bis 8 Mal sichtverstärktes Jagdgewehr. Das heißt eine Fernkampf-Sniperwaffe. Und habe eine Pistole, mit der ich geschalldämpft schießen kann. Mhm. Nur für die Pumpgun habe ich keinen Schalldämpfer. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt tatsächlich, weil ich... das ist doch... Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Oder kann ich die... Ne, Mündungsaufsätze muss das doch sein, oder? Wenn ich jetzt auf Waffe gehe und sage Mäuser-Jagdgewehr... Dann haben wir hier diese Pump-Action-Dingens. Das habe ich hier gar nicht ausgestattet. Und das Automatgewehr müsste ich doch rein theoretisch hier. Nee, stopp, warte mal. Das ist eine. Dann passt das nicht drauf, ne? Maschinenpistolen. Ist ein Automatgewehr eine Maschinenpistole? Standard-Gewehrkaliber. Gerne für Sturm- und Scharfschützengewehre verwendet. Okay. Aber ist das Jagdgewehr nicht ein Scharfschützengewehr? Oder ist ein Scharfschützen nochmal was anderes? Nee, das Attachment ist für Maschinenpistolen. Ich habe hier nochmal einen zweiten Militärtruck aufgemacht. Da gab es auch gerade nochmal Schalldämpfer. Ich glaube, das passt einfach nicht drauf auf meinen Dingens. Und ein Kompensator für Faustfeuerwaffen. Wo packt man den denn hin?
cool, was man hier so findet. Finde ich echt gut. Aber der Loot hier in dem Truck war für mich jetzt nicht so ganz so geil. War nur ein bisschen Muni und ein bisschen was Klamottenmäßiges irgendwie drin. Aber das passt. Ich meine, der Schallschutz. Ja, das heißt, dass wir wahrscheinlich jetzt öfters auch noch irgendwelchen Gruppen von Viechern begegnen werden, wo es clever ist, zuerst den einen und dann den nächsten auszuschalten. Das meine ich ja, das meine ich ja. Wieso schiebst du mich eigentlich immer? Ich bin doch gerade gar nicht in deiner Nähe. Kann er meinen Fuß schießen? Du weißt schon, dass der Lauf auf dein Gesicht gerichtet ist. Irgendwo ist noch was in der Nähe, was mich gerade, was den Schuss gehört hat. Glaube ja, ich. Ja, warum schießt du eigentlich so? Einfach so. Weil du mich machst bedrängt hast. Ha? So, lass mal gucken. Ich kann dir sagen, was wir haben. Da hinten ist eine Relais-Antenne. Das heißt, wir müssen sogar Land durchs Land streifen, damit wir die Antennen finden. Guck mal, siehst du dieses Blinklicht da hinten? In Richtung Westen. Das ist unsere Relais-Antenne, komm. Der Tommy sieht wieder Sachen. Ich halte mich hinter dir, wenn du da so schön mit dem Licht vorweg gehst. Also ich sehe hinter der Antenne, sehe ich ein Vieh. Sah vier? Ich ein Vieh. Wir haben vier Viecher. Einmal hinlegen. Ja, dann sehe ich aber nichts mehr. Hinlegen. Wie lege ich mich hin? Mit Y. Das war jetzt aber nicht mal gedämpft. Da war gar nichts schall gedämpft. Der Tommy macht wieder alles alleine und nachher liegt er da wieder tot rum und ich muss ihn aufsammeln. Wenn du liegst, könnte die dich nicht orten. Jetzt haben wir einen Fertigkeitspunkt. Guck mal hier, und jetzt ist hier wieder ein Funkgerät. Guck mal hier. Nimm du das mal. Diesmal. Und ich glaube, die müssen wir irgendwie sammeln und dann haben wir nachher irgendwie ein fettes Funkgerät und können dann genauso wie damals in den 90ern in der Werbung der Typ mit dem riesigen Handy so ein riesiges Funkgerät bauen und dann brüllen wir übers Feld, dass wir nicht reden können, weil wir unter Beschuss stehen. Lass mal zur Straße hier zurück. Da sind noch ein paar Autos und dann laufen wir die Straße links wieder runter, beziehungsweise hoch und dann Richtung 1. Obwohl die Vögel auch abballern kann? So Vögel. Wir fliegen hier Vögel rum. Das ist Laub. Ja, hier liegt einer auf der Motorhaube, mein Gott. Gott. Wie viel Munition wir hier haben. Textil. Ich glaube, ich bin sogar bald voll. Wir müssten uns, glaube ich, mal irgendwann mal ausleeren. Oh, das war noch ein Schalldämpfer. Was war das jetzt für einer? Ich habe eine Klauke gefunden. Was ist eine Klauke? Ich muss mal ganz kurz mal gucken, was eine Klauke ist. Faustfeuerwaffen. Kompensator für Faustfeuerwaffen. Aha. Ich muss mal ganz kurz gucken. Weil jetzt habe ich ja tatsächlich so eine Handfeuerwaffe gefunden. Ich glaube, die Klauke ist vielleicht sogar ein Zacken cooler.
Plauke. Also ich könnte dir für deine Pistole, könnte ich dir noch einen Schalldämpfer überlassen. Der Habe ich jetzt Möller, für meinen Möller. für Faustfeuerwaffen. Also ja, zum Beispiel für deinen Ich Möller. glaube, ich habe irgendwie sowas. Nee, okay, dann gib mal her. Ich habe das irgendwie doch nicht. Und du kannst mal hier bei dem Polizeirat im Kofferraum gucken. Vielleicht findest du da noch zusätzlich was oder selber was. Da ist nämlich so eine Ah, militärische Kiste noch drin. ja, ich hab dasselbe gefunden wie du. Ich habe auch für Faustfeuerwaffen was gefunden. Diesen Mündungsaufsatz. Genau, wer führt es nicht mit in seinem Kofferraum? Ein Naja, Druckluftbehälter. achso, der Druckluftbehälter, ja, der wundert mich auch immer mal wieder. Ja, Ansonsten, klar, die haben sich ja aufmunitioniert, die Schweden. und wer Und kennt sie nicht, die aufmunitionierten Schweden? naja, also zumindest nach dem Szenario in diesem Spiel, wobei ich glaube, dass das realistisch ist, haben die nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, das passiert uns nicht nochmal wieder. Wenn der Russe kommt, dann sind wir vorbereitet und dann leisten wir Widerstand. Meinst du, und die ganze Bevölkerung hat Waffen ohne Ende gebunkert? Glaubst du das wirklich? Also ich. Na, also, dass sie so, nicht so ganz den ruhmvoll, die ruhmvolle Rolle im Zweiten Weltkrieg hatten, das ist ja so, dass sie da mit den Nazis, ja, die schwedischen Lehrer waren im Widerstand und haben gesagt, wir unterrichten die Schüler nicht mehr, wir streiken quasi kollektiv. Aber die Regierung so an sich, glaube ich, nicht unbedingt. Was ist da hinten bei dem Polizeiauto? Ob man Übrigens da. gerade ein Piepmatz gesehen. Hier fliegen doch welche rum. Sag ich doch. Ich will mal gerade hier mal schauen, dass ich meine Möller mal aufbessere mit so einem Ding. Mündungsschalldämpfer. Ah, super. Alles klar. So, bin ich mal gespannt. Aber ein Probeschuss. Also bist du rennst schon vor. Ach so, alles klar. Ja. Okay, irgendein Vieh ist hier. Ich habe es noch nicht gesehen. Aber ich wurde schon kurz ins Visier genommen. Bin Weiß nur. übrigens zu schwer, ich muss gleich mal irgendwo ablegen. Tommy muss sich erleichtern. Ja, das Problem ist, ich müsste irgendwie mal einen Unterschlupf irgendwie finden oder so. Oder wir müssen halt Zeug zurücklassen. Zumindest kann ich die Klamotten mal ablegen. Weil ich kann nämlich nicht rennen. Das ist das Problem. Ja. Fuck, das ist ein Riese. Lass den mal zu mir kommen, lass den mal zu mir kommen, bitte. Lass den mal bitte nicht zu mir kommen. Was war das? Ach, der hat doch noch kleine Freunde dabei. Okay, ich habe ihm seine eine Wumme abgeschossen. Du bist jetzt gerade mal kurz auf dich alleine gestellt. Du Heiliger, ich. Wenn ich da mal vorrenne, dann kommen gleich so Monsterviecher. Mir fliegen gerade ein bisschen die Haare weg. Wo schießt's denn hier? Und da. Oh, du Sack! Du bist noch gar nicht tot.
Gib mir was zu essen. Haben wir so, glaube ich, oder? Ja, sieht so aus. Sieht so aus. Okay. Heiland. Okay, bevor jetzt überhaupt irgendwas passiert, muss ich irgendwas ablegen. Ich laufe hier in Zeitlupe. Ich kriege ein bisschen die Düse. Ich habe einen Tropfen verloren oder so. Ich habe einen Tropfen verloren. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Ich glaube, ich werde mal jetzt hier so ein paar. Ich hatte mal zumindest irgendwie meine Jacke ablegen. Oder ich habe irgendwie vorhin 3 Millionen Jacken gefunden. Ich glaube, die könnte man zumindest mal ablegen. Ja, tu doch mal. Und wieso war das jetzt so, warum war das jetzt so groß? Ne? Ich weiß es nicht. Also, da oben scheint irgendwas zu sein. Und ja, ich merke aber, dass der Schalldämpfer tatsächlich dafür sorgt, dass sie einen nicht, dass sie nicht raffen, von wo aus du auf sie schießt. Ja, also das ist gut. Und das nächste Mal bitte nicht einfach direkt vorrennen. Doch. So. Jetzt warten Sie mal ganz kurz. Mal ganz kurz in den so, willst du das Schlösserknacken lernen oder willst du was anderes lernen? So, bevor ich Schlösserknacken lernen kann, muss ich ja Chemiker sein. Und da bin ich noch nicht. Das heißt, ich habe jetzt nur einen Fertigkeitspunkt. Na dann, lernen das halt beide nicht. Ich bin da auch noch nicht. Wobei, bis jetzt ist es ja tatsächlich so, ich nehme den Chemiker. Ich nehme jetzt den Chemiker, weil danach kommt Schlösserknacken und danach kommt Bergen. Und Bergen beinhaltet mehr Munition. Das ist nämlich ziemlich cool. Ja, ich regeneriere meine Ausdauer schneller, weil danach kommt da die Gesundheitsmenge. Mhm. Ja, ist okay. So, jetzt müsste ich aber tatsächlich mal schauen. Ich habe jetzt hier, mal schauen, mal. Ressourcen, Gegenstand ablegen, Textilien, Stahl. Ich habe irgendwie 41 Stahl. Das wiegt doch 3 Millionen Tonnen, oder? Oh. Dieser Mörder, Monster, Teufel von Nora, irgendwas hat sich weiter bewegt. Und was das für uns heißt und ob der auf uns zukommt, das erfahrt ihr beim nächsten Mal, wenn es heißt, zwei Noobs in Schweden, Generation Zero mit Tommy und Klabby. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da, lasst uns gerne einen Kommentar da, wie es euch gefällt. Macht's gut, bis demnächst.